Vortrag ist ein bisschen zu viel gesagt. Es wird kein Vortrag. Das Wort vom Herrn Böckel hat mir sehr gut gefallen. Eine Zeitreise wird es. Und ich setze mich mal nieder. Matthias Böckel hat auch erwähnt, dass ich in die Salzburger Gewerbeschule gegangen bin, nach 45. In der gleichen Klasse sind gesessen, in der vierten Reihe, Achleitner, Steu, Holzbauer, Buchhammer, Architekten, die Sie auch wahrscheinlich kennen. Ich bin in der zweiten Reihe gesessen und dort beginne ich. Warum? Zuerst einmal über Adolf Loos. Zum ersten Mal habe ich den Namen nicht in Wien gehört, wo ich ab 1949 studiert habe, sondern schon in der Salzburger Gewerbeschule. Interessanterweise. Wir hatten einen Architekten und manchmal nach dem Krieg ist aus Gründen ist der Strom ausgefallen. Und da war einmal auch eine Stunde, wo der Gewerbeschullehrer, der geheißen Stübchen Kirchner, der aus Mähren kam, erzählt hat über einen Architekten, bei dem er einmal in Wien kurz gearbeitet hatte, und der hieß Adolf Loos. Da hat er zum Beispiel gesagt, zum Stübchenkirchner, der Loos, und die Deckenbalken, die er da zeichnen musste, die machen sie so hoch. Messen Sie ab. Das nächste, was er uns erzählt hat, ist, dass dieser Architekt in Wien nahe dem Kaiserhaus ein Haus gebaut hätte, das sehr abgelehnt wurde. Also das Looshaus, das sogenannte. Als ich dann ein Jahr später, 1949, nach Wien kam, suchte ich dieses Haus in der Gegend dort, Michaelerplatz, und fand es. Aber es war das Falsche. Ich bin ein Stück den Kohlmarkt hinuntergegangen und habe gesehen, na, da ist es ja, wunderbar. Das war das Haus von Max Fabiani, Artaria, steht ja noch. Muss man aber jetzt sagen, zu meiner Entschuldigung, das Looshaus war in der Nazizeit die untere Zone vollkommen entstellt. Also, das hat dann erst, die kommt dann später drauf, der Burkhard Ruggio wieder in den Urzustand versetzt. Übrigens eine große Leistung vom Ruggio, und eigentlich ist er nie so richtig dafür bedankt worden. Er hat dafür keinen Orden gekriegt, zum Beispiel. Er lebt in Frankreich. Ich kam also 1949 gleichzeitig mit dem dritten Mann, das war 48, 49, nach Wien. Und
nachdem der Name Los wie ein Zauberwort war, fanden wir in der Buchhandlung Prachner in der Kärntnerstraße einen Restposten, eine ganze Kiste voll der beiden Bücher von Adolf Loos, nämlich Ins Leere gesprochen und Trotzdem. Das hat gekostet 11 Schillinge. Wahrscheinlich haben wir das einmal dem Holländer erzählt, der ein paar Jahre jünger war, wie ich zum Beispiel. Und der hat das aufgeschnappt und hat aber immer gesagt, die hätten 12 Schillinge gekostet. Das ist falsch, 11. 11 Schilling. Jetzt muss man sagen, niemand unserer Lehrer hat uns aufmerksam gemacht auf diese frühe Periode und auf die Persönlichkeiten der Wiener frühen Architektur. Niemand hat uns was gesagt vom Otto Wagner, niemand was vom Loos, niemand was vom Hofmann und so weiter und so weiter. Der Einzige, der den Loos so lachend in der Kunstgeschichte erwähnt hat, war der Ludwig Münz. Ludwig Münz war Kunsthistoriker und ein Re-Emigrator. Er hat die Nazizeit in London überlebt und ist dann unser Kunstgeschichtsprofessor geworden. Das war das einzige Mal, dass wir auch in Wien diesen Namen gehört haben. Die Professoren hätten schon einiges gewusst, aber die haben gemeint, das ist vorbei. Das war einmal. Das war einmal. Zum Beispiel, ich habe beim Professor Holzmeister studiert. Viel später habe ich erfahren, dass der hat an der Technischen Universität studiert, dass er den Loos besuchen wollte. Und der Loos hat aber abgelehnt mit der Bemerkung, ein Architekt, der Spitzbögen macht, den empfange ich nicht. Der Holzmeister hat damals das Krematorium in Wien gebaut. Also keine Unterrichtung, auch nicht von Holzmeisters Vertreter, Erich Boltenstern, der ja auch einiges gewusst hätte. Für die war diese Zeit der Jahrhundertwende und der 20er, 30er Jahre, also der Vor-Nazi-Zeit, vorbei. Die haben, was die Architektur betrifft, sich angehalten an der Architektur der Schweiz und Schwedens. Das waren also die zwei neutralen Länder, wo eine Art Moderne überwintern konnte. Unser Lehrer war dann in der Akademie die Bibliothek, ganz eindeutig. Und da haben sich noch viele Bände und Bücher erhalten, die uns wichtig waren. Da ist dort gegen der Otto Wagner, es waren 7 Bauhausbände von diesen gelben Bügeln. Es waren die bis damals erschienenen Corbusier-Bände. Es waren 2, glaube ich, querliegende. Man hat von Josef Hoffmann und Wiener Werkstätte waren Hefte dort. Und es natürlich auch von Amerika her. Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, der schon in Amerika war, Gropius hat uns beeinflusst bei unserer Namensgebung in der Arbeitsgemeinschaft. Sie wissen ja, Gropius hat in Amerika, wie er dann schon war, die Architects Collaborative gegründet und wir haben uns halt Arbeitsgruppe 4 genannt. Also die
auch Richard Neutra durch die Hefte und die Publikationen, da haben wir auch schon gekannt, wenn der Neutra damals, sagen wir um 1950, sich hergetraut hätte nach Wien, er kam dann später, viel zu spät, das wäre eine Sensation gewesen. Aber es war eine graue Zeit, wo man im Ausland geglaubt hat, Wien, das ist fast Russland. Da, das ist eine Stadt, da hat man nichts zu suchen. Unsere Erkundigungen gingen natürlich bis Josef Frank. Auch das war wichtig. Ich sehe dort den Hermann Tschech sitzen, der heuer noch eine Josef-Frank-Ausstellung hier im Hause machen wird. War uns auch sehr wichtig, weil wir gemeinsam die Wiener Werkbundsiedlung besichtigt haben. Jetzt mache ich einen Schritt. Ich habe ja gesagt, Vortrag wird es keiner, darum dieser Begriff der Zeitreise gefällt mir. Es sind isolierte Stationen, die ich in Erinnerung habe, die aber auf einen Schnürl aufgereiht sind über die ganze Zeit. Jetzt sehr wichtig war für uns 1953 Oskar Kokoschka. Kokoschka hat in Salzburg die sogenannte Schule des Sehens gegründet mit dem Verleger und Galeristen Friedrich Welz. Und wir waren dort in der Architekturklasse. Der Kokoschka hat natürlich die Maler und Malerinnen dort unter sich gehabt. Und wir haben den Hans Hofmann, du wirst ihn kennen, Hans Hofmann aus Zürich als Lehrer gehabt. Das war auch ein sehr wichtiges Erlebnis. Aber besonders Kokoschka hat uns Architekten immer von Lohse erzählt. Sie wissen ja, wie sehr Lohse den Kokoschka gefördert hat, dass er ihn von der Wiener Werkstätte weggebracht hat, schon wo er ausgestellt hat gehabt, 1908. Und 1909 hat er ihn schon weggezogen, hat seine Bilder mehr oder weniger gekauft, hat ihn dann mitgenommen in die Schweiz. Dort sind dann die frühen Porträts entstanden, der Dr. Forel etc. etc. Und Kokoschka hat den Los immer geschildert. Ich kann mich nur erinnern an einen Ausdruck über ein Los. Diese Augen, das hättet ihr sehen müssen. Wieder ein Sprung. 1961 zeigte die Galerie Würtle, die es ja leider nicht mehr gibt, eine Losausstellung. Das Material des heutigen Losarchives aus der Albertina. Ludwig Münz hatte diese Materialien rucksackweise nach London gebracht, also gerettet. Ich mache jetzt einen Sprung, später kommt dann der Heinrich Kulka vor in der Schilderung. Und der hat dann das Material in der Albertina besichtigt und hat bestätigt, das wäre
jenes Material gegeben, das der Kulka mit seiner Frau nach dem Tod von Loos mehr oder weniger gerettet haben. Aber der Ludwig Münz hat es nach London und wieder zurück nach Wien gebracht. Und diese Ausstellung hat organisiert der Johann Georg Gstei, unser Freund, im 61er Jahr. Ein Jahr später machten Spalt und ich eine Losausstellung für Paris, in der Galerie des Beaux-Arts war die ausgestellt. Es war die Zeit, wo Le Corbusier noch lebte. Da war ein Fernsehbericht, der französische, wo er unglaublich, der Corbusier, bedrückt berichtet hat, er ist da gar nichts in Paris. Jetzt wird das UNESCO-Gebäude ohne ihn gebaut. In New York hat er letzten Endes die UN-Gebäude inspiriert und so weiter. Aber hier ist er sozusagen gar nichts. Also Paris, die Ausstellung, war schon für das 20er-Haus, das schon eröffnet war. Also das 20er-Haus, Sie wissen, beim Schweizer Garten war schon eröffnet. Und der Direktor war der Erste, der Werner Hofmann, leider auch schon tot. Und wir haben unter der Ägide Hofmann dann 2 Jahre später eine sehr umfangreiche Losausstellung, es war 1964, im 20er Haus gezeigt. Da haben wir schon auch Modelle anfertigen lassen, Fototafeln. Ich erinnere mich zum Beispiel auch die frühe Arbeit, das war eine Seminararbeit von Tschech und Mistelbauer an der Technischen Hochschule in Wien beim Professor Frodel, ist in einer Mappe vorgelegen, ist ja später ein wichtiges Buch geworden über das Looshaus. Auch andere Helfer haben Modelle gebaut und uns geholfen. Da wollten wir, Spalt und ich, es war nämlich so, dass der Holzbauer ist 1956 3 Jahre nach Amerika mit einem Stipendium gegangen. Wir haben ihn zwar immer mitgenannt bei unseren Unternehmungen, aber er hat schon damals sehr stark nach Selbstverwirklichung gedrängt. Und das ist in einer Gruppe von Zusammenarbeit, in einer Gruppe nicht das Beste. Jetzt wollten wir, Spalt und ich, die sogenannten Richtlinien für ein Kunstamt von Adolf Loos 1917 herausgegeben im Verlag Lanyi, in den Katalog hineinbringen. Wir haben vorher eine Woche lang, Spalt und ich, in der Nationalbibliothek, wo das Exemplar Richtlinien für ein Kunstamt gelegen ist, handschriftlich abgeschrieben, den Text, ganze Woche lang. Ich meine, kopieren hat man damals nicht können. Und wollten also diesen Text im Katalog der 1964er Ausstellung im Schweizer Haus veröffentlichen. Jetzt ist es aber so gewesen, dass Werner Hofmann in der Zeit gar nicht da war, weil er irgendein Gastsemester in Amerika betreut hat. Und so ein großer Mann und so ein großer Kunsthistoriker er hat einen Vertreter gehabt hier während seiner Abwesenheit, das war der Dr. Rindauer, hat der geheißen, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, und hat nicht erlaubt, dass wir die Richtlinien für ein Kunstamt dort abdrucken. Also er war ein großer, glaube ich, wichtiger Kunsthistoriker, aber doch, einen anderen hat er das nicht vergönnt,
dass sowas Wichtiges kommt. Ich habe erst diese Richtlinien für ein Kunstamt in einer späteren München-Ausstellung, Losausstellung, dann in meinen Katalog veröffentlicht. Das ist eine wichtige Schrift, weil sie 1917, also fast zu Ende des Ersten Weltkrieges, geschrieben war und natürlich über alle Gebiete der bildenden Kunst, Architektur und so weiter, aber auch der Musik. Dieses Kapitel hat der Arnold Schönberg geschrieben, ist heute noch, glaube ich, ein wichtiges Kapitel. Jetzt ein Sprung nach im selben Jahr, 1964, war in Wien ein Generalthema um 1900. Spalt und ich haben für das österreichische Bauzentrum, das war im Palais Liechtenstein, 9. Bezirk, untergebracht, die Ausstellung Architektur in Wien um 1900 gemacht. Zu einem Katalog ist gar nicht gekommen, aus Geldmangel. Und da sind alle wichtigen, glaube ich, Bauten und Initiativen der Zeit um 1900, also wir sind bis 1914 gegangen, bekannt gemacht worden. kam zum ersten Mal Heinrich Kulka, der wichtigste Mitarbeiter von Adolf Loos, mit seiner Frau Hilda aus seinem Emigrationsland Neuseeland nach Wien. Das haben wir kennengelernt. Er hat uns viel erzählt, zum Beispiel auch aufmerksam gemacht, kann ich mich erinnern, dass der Loos da in der Marie-Hilfer-Straße noch was gebaut hätte, eine Sparkasse, die ich dann gesucht habe und in der Nacht einmal wirklich gefunden habe. Sie wissen, wo das ist, also nach der Neubaugasse, die Zentralsparkasse. Alle Hinweise deuteten darauf hin, dass das ein Werk von Loos ist, nämlich der Marmor, der dunkle Marmor, dann die Deckenkassetten, ähnlich wie im Looshaus-Vorraum und so weiter. Aber das nützt nichts, das ist meine Erfahrung. Wenn das Auge das registriert, was es ist, nutzt es nichts. Sie müssen nämlich einen Zettel finden. Und der ist dann tatsächlich von Burkhard Ruckschiot, der in dem sogenannten Loos-Archiv in der Albertina gearbeitet hat, hat er den Zettel gefunden von dem Eingang vom Loos. Erst dann, Tschech hat es dann hergerichtet auf loosische Weise, heute ist es schon wieder zugesperrt, oder weiß ich nicht. Der Kulka hat uns natürlich auch erzählt, dass Loos in diesen späten Jahren nicht mehr so beweglich war. Zum Beispiel das Haus am Kreuzberg, die Villa Kona, sozusagen im Alpenvorland, die hat der Loos nur dreimal besucht während des Baues. Das hat alles der Kulka gemacht, mit dem Zimmermeister Seethaler, dieses wunderbare Haus. Auch die Loos'schen Werkbundsiedlungshäuser von 1932, die hat auch der Kulka gemacht. Es war die Zeit, wo der Loos in Paris gelebt hat, einige Jahre. Und das ist nur ein Telefon gewesen. Kulka, Sie wissen eh, 3 Stufen rauf, 3 Stufen runter. Mehr hat er nicht gesagt. Und so sind diese Doppelhäuser aus der Werkbundsiedlung, so wie auch das Haus am Semmering, ohne den Namen Kulka nicht zu nennen.
Also los mit Kulka. Die Frau Kulka, die Hilda Kulka, war in der Wohnung von Adolf Loos in der Bösendorfer Straße, Bösendorfer Gasse vielleicht heißt es, sowas wie eine Sekretärin. Da sage ich zum Schluss noch was über die Krankheit zum Schluss von Adolf Loos. Aber abschließend kann ich sagen, Heinrich Kulka war der wichtigste Mitarbeiter und er hatte dann das Loos-Buch herausgegeben aus den 30er Jahren, das Sie wahrscheinlich kennen. Jetzt ein Sprung ins 70er Jahr. 1970 ist klar, waren die 100. Geburtstage von Josef Adolf Loos am 10. Dezember und 5 Tage später, 15. Dezember, von Josef Hofmann. Interessant. Das hat uns natürlich bewogen, einiges zu machen. Also ich habe für diese Häuser, wo sie gewohnt haben, in der Bösendorfer Straße, der Loos, und in der Salesianergasse, in der Josef Hofmann, Gedenktafeln gezeichnet. Die hängen auch noch dort. Dann haben wir haben schon 1965 die Österreichische Gesellschaft für Architektur, Abkürzung ÖGFA, gegründet, wobei die erste Ausstellung war Josef Frank, aber das gehört jetzt nicht zu diesem Themenkreis. Aber haben auch einen ersten österreichischen Architekturkongress im Looshaus am Kreuzberg veranstaltet. 3-4 Tage. Es war wunderbar in diesem Haus. Es waren auch einige von anderen Persönlichkeiten von anderen Ländern hier. Das war der Leonardo Benevolo aus Italien, der Edo Raunica aus Slowenien und ein Holländer namens Jim van Heuvel. Und dort sind diese beiden sozusagen, auf dem Rücken dieser beiden haben wir dort den Architekturkongress gemacht. Dann habe ich geschrieben in der Presse einen Artikel über beide. Ich zeige nur so. Jetzt ist was runtergefallen. Danke. Aha. Ja, das sind beide abgebildet, der Loos und der Hofmann. Mein Titel war schlicht Adolf Loos, Josef Hofmann, 1970, aber wie die Zeitungen sind, haben die einen viel schöneren Titel gefunden und das hat geheißen, das Menschenwürdige und das Schöne zu den 100. Geburtstagen. Ich habe sozusagen die beiden verheiratet, unter Anführungszeichen. Die gegensätzlichen Architekten sozusagen verheiratet. Ich war damals Assistent beim Ernst Plischke in der Akademie am Schillerplatz. Der hat mir das verübelt. Erstens hat er den Josef Hofmann in seinen Vorlesungen, die jeden Dienstag stattgefunden haben, im Lichtbild immer verteufelt. Zum Beispiel das Schlafzimmer einer Dame. Das hat er gern gezeigt und furchtbar kritisiert.
Er hat merkwürdigerweise auch nicht viel mit Los anfangen können. Es war natürlich die Zeit, wie Plischke, der auch kurz in Amerika war, Behrendt-Schüler, zuerst beim Oskar Strönert, dann Behrendt-Schüler, wieder nach Europa zurückgekommen ist. Da war der Los hauptsächlich in Paris in dieser Zeit. Also der hat nichts damit anfangen können, dass sich die beiden sozusagen trotz Gegensatz in Verbindung bringe. Es ist schon gesagt worden, dass ich, dann war in Graz 1970 an der Technischen Hochschule, waren der Spalt und ich eingeladen, eben wieder zum 100. Geburtstag zu Vorträgen oder jeder zu einem Vortrag. Ich sollte über Loos sprechen, habe ich gesprochen, 10-mal Adolf Loos, das habe ich später dann veröffentlicht, und der Spalt hat über Josef Hoffmann berichtet. Dann bin ich noch, ist gesagt worden vom Herrn Böckel, 1973 nach München berufen worden und habe dort 1982 eine Losausstellung in der Villa Stuck gemacht. Mit Modellen, mit Fototafeln, mit Möbeln aus Wien, also original. Und das hat, glaube ich, den Loos dort bekannt gemacht. Man muss sich nämlich vorstellen, in München haben sie keine Ahnung gehabt. In der Zeit auch noch nicht über einen Loos oder über einen Hoffmann. Die haben da nichts gewusst. Otto Wagner vielleicht ein bisschen. Ich habe aber andere dortige kennenlernen können, aber nur auch der Distanz. Das war der Hans Döllgast, der aber schon gestorben war, und auch der wichtige Städtebauer, na, wir hatten Kassen und Architekt. Das fällt mir schon wieder nicht ein. Sie wissen es. Jetzt, es war also 1982. 1983, übergreifend auf 84, hat die Berliner Akademie eine Losausstellung gemacht. Da haben wir vom Lehrstuhl schon ziemlich viele Losmodelle auch gehabt. Organisiert hat diese Ausstellung in Berlin der Dietrich Worps. Und da sage ich jetzt was dazu. Worps, eigentlich in Berlin wohnhaft, aber in Stuttgart studiert, ist schon in unsere Architekturgesellschaft gekommen, das muss gewesen sein, 67 oder was, und hat eine Analyse des Losgeschäftes Kniesche schon mitgehabt. Wir waren ganz baff, weil natürlich, wir sind diesen Sachen nachgegangen, wir haben das gefunden und gesucht und angeschaut, aber eine Analyse, so wie es in Stuttgart schon üblich war, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der wichtige Professor geheißen hat in Stuttgart, haben wir noch nicht gesehen. Und also Worps hat, und es hat auch Julius Posener noch gelebt, der bei der Eröffnung dann auch aufgetreten ist, war dann für Berlin wichtig. Also, noch einmal zurück. 1970, die beiden 100. Geburtstage haben sehr viel bewirkt über die Kenntnis. Über Hoffmann sage ich gleich Eigenes. Diese
jetzt kommt was Negatives oder was Bedrohliches. Schon bei der Ausstellung in der Villa Stuck in München kam angerückt Adolf Opel. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name bekannt ist. Der Opel hat kassiert, hat die Hand aufgehalten. Wenn der Name losgefallen ist, hat er schon die Hand aufgehalten. Warum? Opel ist nach Argentinien gefahren und hat die zweite Frau vom Adolf Loos, das war die Else Altmann, dort aufgestöbert. Warum? Weil die Else Altmann hat mit der Unterschrift von Loos einen Zettel gehabt, wo ihr der Loos, wo der Loos aufgeschrieben hat, Else Altmann ist meine Universalerbin. Das Wort Universalerbin. Das heißt, juristisch hat es gegolten. Man weiß intern, dass der Vater von der Else Altmann hat immer so geschimpft über den Loos, über seinen Schwiegersohn, sodass der Loos halt das dann gemacht hat für sie. Das war die erste, die zweite Frau. Die erste war die Lina Loos, die hat in Sievering gewohnt und da haben wir auch die Freundin von ihr in Sievering besucht. Wie hatten die geheißen? Rücker oder so ähnlich. Wissen Sie das in Sievering? Aha. Ganz oben, wo sie wohnt. Und diesen Zettel, der war gültig und Opel hat versprochen, er kassiert und sie kriegt dann ihren Teil. Kein Mensch weiß, ob sie das gekriegt hat. Das weiß kein Mensch. Jedenfalls ist der Opel bei der von mir aus gemachten Ausstellung in der Villa Stuck aufgetreten. Dann habe ich ihn einmal hängen lassen. Dann ist der Herr Brachner von der Buchhandlung aus Wien gekommen, weil dort hat der Opel dann seine Bücheln verlegt und hat gesagt, bitte Herr Professor, melden Sie sich, weil der will jetzt einen Prozess anstrengen. Das war gefährlich für die Ausstellung. Einstweilige Verfügung, dann wird eine Ausstellung geschlossen. Sind wir drüber hinweggekommen, aber hängen blieben sind wir nur beim Abdruck von drei Texten, eben Richtlinien für ein Kunstamt, habe ich ja dann endlich hier publizieren können und ein Artikel aus dem Versacrum, früher vom Loos und noch einer. Da sind wir hängen geblieben und das hat Gott sei Dank nur 1000 Mark gekostet. Das hat er dann gekriegt. Es ist später dann, der kommt dann schon noch einmal vor, bei der großen Ausstellung. Ich komme gleich dazu. Ja, das kann man jetzt schon nennen. 1989-90, also über den Jahreswechsel hinweg, fand in der Wiener Albertina die große Adolf Loos Ausstellung statt. Damals war der Direktor der Konrad Oberhuber, hat er geheißen, Konrad Oberhuber. Und wir waren sieben mehr oder weniger Personen, die die Ausstellung gemacht haben. Habe ich mal aufgeschrieben, das war alphabetisch Hermann Tschech, dort sitzt er, ich, Puchhammer, Ruccio, Schachel, Schweighofer, Spalt. Jetzt sage ich kurz, was die jeweiligen gemacht haben. Tschech hat viel für die Vorbereitung gemacht und hat das Portal Spitz, das war ein Juwelier, 1:1 rekonstruiert, in Holz in dem Fall, und das ist auch aufgestellt worden. Ich habe in Zusammenarbeit mit Richard Bösel, der war in der Albertina Kurator, auch fürs Loos-Archiv zuständig, damals
33 Losmodelle mit den Zeichnungen dazu ausgestellt, im dritten Stock der Albertina. Die Modelle, es waren erst 33, später sind es 40 geworden, sind ja alle zerlegbar. Es waren Studentenarbeiten in Fach Raumgestaltung, zerlegbar in Teilen, was mir wichtig war, weil dadurch konnte man die Wegbeziehungen und auch die Lichtverhältnisse gut rekonstruieren. Warum kommt es zum Maßstab 1 zu 33 ein Drittel? Weil 1 zu 50, Buchhammer hat viele Modelle in Wien 1 zu 50 machen lassen, ist im Maßstab zu klein. 1 zu 20 wird schon so groß und unhandlich. Und daher ist der Maßstab 1 zu 33 ein Drittel vergleichbar ideal zum Zerlegen. Ich hasse ja, es gibt ja Ausschneidebögen auch oft von Häusern. Das hasse ich. Das kann man ausschneiden und zusammenpicken. Sozusagen den äußeren Zustand zeigen. Das ist also völlig unproduktiv. So, unsere Arbeiten waren zerlegbar. Es sind dann Mappen gemacht worden, Mappenwerke. Die waren so groß wie diese hier. Und jedes Haus hat hier Blätter drinnen gehabt. Das ist eine spanische Mappe, da komme ich dann später drauf hin. Aber genau so waren sie. Die hat ein Assistent, hat alle Pläne noch verbessert, das war der Sepp Horn und so weiter. Also die Wiener Ausstellung, da sollte der Katalog ursprünglich vom Verlag, wie heißt dein Verlag, Tschech? Der Löcker sollte es machen, hat aber dann Angst bekommen wegen einem Opel, weil der hätte kassiert. Es hat dann die Albertina den damaligen dicken Loskatalog selbst gemacht. Und wir waren überrascht, dass der Opel nicht auftaucht ist und kassiert hat. Später habe ich von Direktor Konrad Oberhuber erfahren, er wäre von Staats wegen ruhig gestellt worden. Das hat geheißen mit 300.000 Schillingen. Darum hat er Ruhe gegeben. Ich habe ihm später dann, wie Los, der ist ja 1933 gestorben, wie Sie wissen, habe ich dem Opel geschrieben, dass jetzt seine Zeit abgelaufen ist. Also 70 Jahre nach dem Tod, diese Richtlinie. Ja, jetzt muss ich nur sagen, weiter, wer was gemacht hat. Tschech, das habe ich gesagt. Ich habe die Häuser gemacht. Buchhammer hat das Haus 1:1 in den Hof da oben der Albertina gestellt, das sogenannte Würfelhaus. 1:1. Das hat man begehen können und betreten und die Stiegen und so weiter. Das war sehr schön. Der Eingang in die Albertina war damals noch von unten. Wir wollten eh schon oben hineingehen, was jetzt der Fall ist und auch richtig ist, aber das ist in der Winterszeit wegen Schnee damals nicht möglich gewesen. Ruccio hat gemacht parallel dazu im Museum der Stadt Wien, Wien-Museum heißt es heute, am Karlsplatz, den Losplan aus 1912-13, ja, wie er sich die innere Stadt Wien verändert vorgestellt hat. Gemacht über das große Modell drüber, von was dort heute noch sichtbar ist. Übrigens, das ist eine Sache, die dieser Losverschiebeplan vom ersten Bezirk
sehr interessant. Ich wollte eigentlich immer, dass jemand richtige Dissertation darüber macht. Das ist heute noch nicht wirklich richtig und tiefgehend erforscht. Es hat zwar der Ruckschuh den Plan gemacht und hat auch später, das komme ich darauf hin, in Paris darüber gesprochen, aber ist noch nicht, das war der Ruckschuh. Der Schachel hat sich um die Literatur gekümmert, ist auch schon gestorben, der Schachel, um die Literatur gekümmert, los Literatur. Schweighofer hat die öffentlichen Bauten übergehabt, auch Modelle gebaut, das beginnt bei dem Turmartigen der Kirche, dort bei der Donau draußen, Jubiläumskirche. Spalt hat die Geschäfte gemacht und das Schlafzimmer von Loos ist der Wasch da. Nein, sein Freund. Waschfreund, wie heißt er denn? Hubmann. Sie sind doch der Kompagnon von Wasch. Sagen Sie ihm, dass der Spalt schon 1969 das Loos Schlafzimmer mit den Fellen rekonstruiert gehabt hat im Museum. Das nimmt aber nichts am Wert dessen, was der Wasch da drinnen gemacht hat. Ich sage nicht, vieles ist schon früher gemacht worden. Spalt, das habe ich gesagt, hat dieses gemacht. Jetzt, glaube ich, ist Zeit, dass ich zum Hoffmann komme. Ich habe am Dienstag, da haben wir ja zwei Josef Hoffmann Filme hier aufgeführt. Der erste Film war wieder 1970. Zum 100. Geburtstag hat der Dornhelm mit mir einen Film gemacht, wo wir die Witwe Carla Hoffmann interviewt haben in der Wohnung in der Salesianergasse. Das brauche ich jetzt nicht wiederholen. Der zweite Film war der umfangreiche Film mit sehr vielen interviewten Leuten. Da lebt noch der Bertone, der vorkommt, der Bildhauer, und auch der Segler. Wie Sie wissen, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, im Jahr 1982, das war, wie ich die Loos-Ausstellung in München gemacht habe, in der Stuckwiller, sind die zwei wichtigen Bücher erschienen im Salzburger Residenzverlag, die dicken, das eine über Loos von Ruckschuh und Schachel. Das zweite vom Segler über Josef Hoffmann im 82er Jahr. Jetzt habe ich schon, wie der Film gespielt worden ist am Dienstag, gesagt, dass wir Josef Hoffmann also noch persönlich kennengelernt haben. Er ist jedes Jahr in die Akademie am Schillerplatz gekommen und hat sich die Diplomarbeiten angeschaut. Schön gekleidet mit seinem Zwicker, Flohdackerl über die Schuhe. Sie wissen, was das ist, die Wiener wissen es. Und hat sich das angeschaut. Außerdem ist er wöchentlich oft in der Sezession gesessen. Er hat sich ja da von Anfang an, wie Sie wissen, mit Recht zugehörig gefühlt. Und da hat man natürlich auch sehen können. Wir als Studenten damals haben eigentlich das Gefühl gehabt, wieso ist denn der nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht zu wichtigen Sachen herangezogen worden. Er hat ein paar Gemeindebauten gebaut. Nämlich, wir haben gemeint,
der hätte doch entweder die Staatsoper wieder aufbauen können oder das Burgtheater. Weit gefehlt, da sind uns zwei Argumente entgegengehalten worden. Das erste Argument war, nach dem Krieg, der Hofmann, das ist ja ein Kunstgewerbler, abschätzig. Das war also ein Wort, wir sitzen ja da, die Schule ist auch daneben, hat ja Kunstgewerbeschule geheißen, nicht? Wo der Josef Hofmann viele Jahre unterrichtet hat. Ja, das erste Argument dagegen war, er ist ja ein Kunstgewerbler. Das zweite Argument war, dass er in die Nazizeit verstrickt war. Und da kann ich jetzt sagen, und ich habe es ja schon erwähnt, dass ich Gedenktafeln gezeichnet habe für Los, für die Bösendorfer Straße. Da steht drauf, in diesem Hause wohnte von 1903 bis 1933 der große Humanist und Architekt Adolf Loos. Das ist schon von unserer Architekturgesellschaft. Bei Hofmann habe ich geschrieben gehabt, so steht es eh drauf, die war natürlich quadratisch. In der Salesianergasse 33, in diesem Hause wohnte von 1939 bis 1956, da ist er gestorben, der Hofmann, der Architekt und Begründer der Wiener Werkstätte Josef Hofmann. Ich habe mir dabei nichts gedacht. Da hätte es funken müssen bei 1939, das ist ja der Ecke Salesianergasse und Rennweg. Man schaut in das Schloss Belvedere hinüber. Da hätte es funken müssen. Nein, hat nicht. Bei 1939. Spätere Forscher sind ja dann draufgekommen, das Haus und auch letzten Endes die Wohnung Josef Hofmann war arisiert. Er hat in der Nähe, gleich, wo dann später die deutsche Botschaft gebaut wurde, im dritten Bezirk, ein NS-Offiziers-Club-Gebäude gebaut, der Hofmann. Das ist Gott sei Dank zerstört worden. War schon auch der Adler drauf und so weiter. Und vor allem die Frau Carmela Hofmann hat uns gezeigt, schöne Fotos von den Innenräumen. Und da waren die Tapeten von Josef Hofmann mit Hakenkreuz. Das Hakenkreuz geht wieder sehr gut ins Quadrat. Und das war so über Eck gestellt und so punktuell in diesen Abständen. Nirgends mehr und nie mehr später habe ich die Bilder irgendwo gesehen. In meinem Seglerbuch kommt zwar das Objekt vor, aber ohne Bild, ohne Außenaufnahme und schon gar nicht mit Innenfotos. Das heißt, und die Forscher wissen dann, wie das genau war, dass nämlich der Josef Hofmann der Kunstbeauftragte unter Seyß-Inquart gewesen ist in der Nazizeit. Sicher gibt es viele Stimmen, die ja sagen, ja, aber er hat an vielen Künstlern geholfen, sozusagen. Das ist immer das Doppelbödige. Aber er hat es ja eigentlich für die Politik gar nicht interessiert. Wie Sie letztes Mal schon gehört haben, ist er ja so gern zum Heurigen gegangen und hat die Malchi Nagel angehört. Das habe ich schon erzählt. Er wollte sicher er hat ja wahnsinnig viel gearbeitet, das gibt es ja sonst nicht, dass so viel zusammenkommt, aber intellektuell wollte er nicht beschwert sein. Ich habe jetzt vergessen, das wollte ich den Ausstellungsmachern sagen,
Das wisst ihr wahrscheinlich, dass auch der Le Corbusier, wie er in Wien war 1908, hat er auch das Kabarett Fledermaus besucht. Und da gibt es von ihm Skizzen. Das hat er aufgenommen. Interessanterweise. Die habe ich mal gesehen in Frankreich irgendwo. Gut. Also mit Hoffmann. Aber uns war er natürlich schon als wichtiger Architekt sehr bekannt. Ich habe letztes Mal erzählt, schon, dass in der Galerie Würtle, die ich schon genannt habe, einmal der Alvar Aalto, der große finnische Architekt Alvar Aalto, eingeladen war im ersten Stock der Galerie Würtle. Und da waren vielleicht 50 Leute. Und da hat Aalto gesagt, ich sehe in der letzten Reihe Josef Hoffmann sitzen, ich bitte ihn nach vorzukommen. Nur, damit man weiß, die Schätzung in der Nachkriegszeit von so einem Mann und von Alvar Aalto, der natürlich ein Weltmann war. Er war da 1953, da war nämlich der Wettbewerb um die Wiener Stadthalle, wie Sie wissen, und der hat... Da hat es zwei erste Preise gegeben. Das eine war eben der Aalto und das zweite war der Roland Rainer, der es dann gebaut hat. Mit Rainer hat er nichts am Hut gehabt, aber interessanterweise hat er sich mit unserem Lehrer, mit Clemens Holzmeister, gut verstanden, weil die beiden gerne gebechert haben. Und da hat es dann einen zweiten Abend gegeben, wieder mit Aalto, bei Holzmeister. Der Holzmeister hat in der Esterhazygasse im 6. Bezirk fast so ein kleines Palais gehabt, Nummer 10, mit einem Garten. Und da sind wir mitgenommen worden. Also der Josef Hoffmann, seine Frau Carmela, nicht Carmela, das war die Frau Hertel, Carla Hoffmann, dann der Aalto, der Holzmeister, dessen Frau, dann der Spalt, der Holzbauer und ich. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass wir den Hoffmann immer fragen wollten, wie ist denn das mit der Architektur jetzt und heutzutage? Der hat schon was gesagt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was. Dann haben wir einen Aalto gefragt und der Aalto hat gesagt, lass die Trommeln rollen, küss die Marketenderin. Er hat ein Gedicht von zwei Strophen von Heinrich Heine auf Deutsch zitiert. Er hat immer dort der Carla Hoffmann, der Frau Hoffmann, auf den Schenkel gegriffen. Das kann ich mir auch noch erinnern. Schenkel geklopft, sagen wir. Ja, die Gedenktafel, ne? Das, eins, zwei. Hoffmann, drei. Dann hat es gegeben eine Ausstellung, Kokoschka, im Jahre 1953. Falsch. 55. Muss das gewesen sein. Moment. Wann war das? Na, 53. In der Sezession. Kokoschka. Da ist er gekommen aus der Schweiz. Es war das Jahr, wo Beginn der Sommerakademie und im gleichen Jahr von England wieder kommend, hat er sich doch in der Schweiz am Genfersee in Villeneuve das Haus bauen lassen. Mit seinem Atelier, Wohnraum, Bibliothek und so weiter. Das ist jetzt eine Seitengeschichte. Da waren wir dort, weil er hat dann für unsere Barsche Kirche die Kirchentore gezeichnet. Und da haben wir ein Backpapier in der
Größe 1:1 mitgenommen nach Villeneuve. Und er hat zu diesem Zeitpunkt dann im 55er Jahr die Zeichnungen aus der Schweiz mitgenommen und uns gegeben zur Ausführung. Und dort in der Sezession gibt es ein ganz ein wunderbares Foto von Franz Hubmann, das ist sehr bekannt, wie der Josef Hoffmann, der Alte in der Sezession, dem Kokoschka gegenübersteht. Und der Kokoschka deutet so, das sind so Wischer im Foto. Also, Kokoschka, gut, das führt jetzt zu weit, aber dieses. Jetzt wollte ich doch ein paar Sachen sagen, noch. Und zwar, ich habe vergessen, noch weitere Unternehmungen, die für unser Thema wichtig sind. Zum Beispiel in Sevilla, in Spanien, die haben tatsächlich die Losmappe, das ist jetzt diese grüne, ich habe es schon gezeigt, auf Spanisch noch einmal gemacht. Großartig. Der hat geheißen, der Architekt, der Junge, Vioque hat der geheißen. Noch einmal gemacht. Und da war dann die Ausstellung in einem wunderbaren Raum in Spanien. Und zwar mit der Mappe. Und dort waren auch eingeladen zum Symposium der Ruggio aus Wien und der Schlappeter aus Prag. Der Wladimir Schlappeter. Auch ein wichtiger Mann. Dann waren in Paris einmal 3 Tage los mit Vorträgen in der Sorbonne. Das ist dort, wo der Adolf Loos in der Sorbonne, das ist ja in dem euren Katalog drinnen, wie er spricht über Gehen, Stehen, Sitzen und so weiter. Und genau im selben Saal, im selben Hörsaal, war in Paris dieses Symposium. Da war auch der Ruggio, der hat im perfekten Französisch den Plan von Wien gezeigt. Der Gravagnolo war dort. Tschech, glaube ich, war auch dort. Tschech, warst du in Paris? Ja, klar. Na, und ich habe mir vorsorglich ein paar Büdeln eingesteckt gehabt, weil auch der Hollein angesagt war. Und zwar war das die Chicago Tribune-Säule von Adolf Loos. Das habe ich mir eingesteckt, weil das sind Sachen gewesen, die man kritisieren konnte. Sie wissen ja die Strada Novissima. Das war 1980 in Venedig. Die hat der Architekt Portoghesi organisiert. Und da hatte der Loos, furchtbarer Versprecher, der Hollein, die Säulen aufgereiht. Unter anderem auch das Hochhaus, steht eh drinnen, das Modell von Chicago, vom Loos. Und das habe ich kritisiert. Weil nachdem für Chicago 1923 für einen Wettbewerb die Ausschreibung gelautet hat, man soll es ist einmal hoch ausgegangen und das soll das nie gesehenste aber Gebäude der Welt werden, und der Loos hat zurückgegriffen auf den bekanntesten Architekturteil, nämlich die griechisch-dorische Säule, aber als Hochhaus mit dunklem Granit. Und die gehen her, zuerst einmal der Hollein, und verkleinert das auf 6 Meter wieder. Auch der Rob Grier hat einen Wettbewerb gemacht, niederösterreichisches Landhaus, da beim Bundeskanzleramt, Ballhausplatz,
auch hingestellt, so als Monument, aber 5-6 Meter hoch. Und wenn man sowas macht, das habe ich also Gott sei Dank dort in Paris kritisieren können und ich kritisiere es immer noch. Dann war eine Ausstellung in Kopenhagen. Da hat es einen Architekten gegeben und gibt es noch, Peter Christensen, der hat unsere Modelle, das betrifft nicht nur jetzt Loos und Hofmann, sondern das waren 112 Raummodelle, die auch viele andere schon existiert haben, hat er ausgestellt im Kirchendach beim sogenannten Runden Turm, das ist im Stadtzentrum von Kopenhagen. Na, dann müsste auch letzten Endes genannt sein, das ist dann ein späterer Zeitpunkt, hat der Witt Döring hier gemacht, die Wiener Werkstättenausstellung, das war noch in der Zeit vom Löwer. Unter Nöber. Dann kann ich mich erinnern, im Keller unten da, im Mack, ist gesessen die Frau Behalova, die Frau Behal, Behalova, und hat auch gearbeitet, zum Beispiel an der Villa Karma, den ersten Bau vom Loos in der Schweiz, am Genfersee, und auch über Paul Engelmann gearbeitet. Also man müsste viele nennen, es ist ein ganzes Netz letzten Endes von Leuten und so weiter, die sich gekümmert haben. Dann vielleicht noch ein Wort zur Loos-Bar. Die Loos-Bar, das war natürlich und ist noch immer ein wichtiges Schaustück. Und da waren wir haben einmal den Scharun aus Berlin eingeladen und da hat er reingeschrieben in das Gästebuch, es ist unser Loos, von Loos nicht loszukommen. Einmal wurde geschossen in der Loos-Bar, da war er aber nicht drinnen gerade, und ist eine ganze Spiegelscheibe zerschossen worden und ist auch nicht mehr drin gewesen. Man glaubt nicht, dass dadurch der ganze Raum kaputt war. Also wie wichtig diese Verwendung der Spiegel und wie richtig Loos die Spiegel eingesetzt hat. Das Schild später wurde von Hermann Tschech rekonstruiert. Ne? Das gibt es ja jetzt, American Bar oder Loos Bar, wie sie heißt. Und dann auch wurde die später mal, jetzt weiß ich nicht mehr von wem, ich glaube vom Rutschow, noch einmal restauriert, geliftet, kann man sagen. Und man ist dann reingekommen und man ist sich vorgekommen, wie wenn man einer alten Bekannten wieder begegnet, die aber geliftet ist. Also alles weg, was später war. Dann, ja, die Loos-Bar hat natürlich einen Mordseinfluss gehabt. Ich kann mich erinnern, der Luigi Blau hat einmal für einen André Heller ein Badezimmer gemacht und hat auch so einen Marmor verwendet und Spiegeln fürs Badezimmer. Ich muss sagen, wir haben nie, Arbeitsgruppe 4, nie, wir haben zwar die Dinge ausgegraben, oder wieder in Erinnerung gerufen, aber in unseren eigenen Arbeiten gibt es das nicht, dass wir da irgendwas sozusagen nachgemacht haben, weil wir viel stärker auf das Konstruktive hin ausgerichtet waren. Und da muss man sagen, ist beim Loos nicht einmal viel zu holen gewesen, beim Hofmann auch nicht. Das haben wir erst durch die Seminare mit Konrad Wachsmann waren sehr befruchtend. Es muss dann, haben wir jetzt nie genannt, den Friedrich Achleitner, weil er zum Beispiel
bei diesem Team, was die große Losausstellung in der Albertina gemacht hat, ja nicht dabei war. Er hat sich ja, weil er ja dann Architektur kritisiert hat, Architekturkritiker war, mehr oder weniger sozusagen freigehalten, direkt. Er ist gleich von Roland Rainer schon in den 60er Jahren an die Akademie am Schillerplatz geholt worden und da hat er eine Kellerkammerl gehabt, ihm war das recht. Und da gibt es natürlich viele Studenten, hauptsächlich Architekturstudenten, die da über Achleitner befruchtet wurden. Oberhuber, das ist, war jetzt nicht der Konrad Oberhuber, sondern der Oswald Oberhuber, der dann Rektor war hier am Stubenring, hat dann den Achleitner geholt hierher an die Akademie für angewandte Kunst oder Universität heißt es halt, und hat ihm ein Institut eingerichtet. Und da gibt es wieder viele Schüler. Mein Gott, da müsste man natürlich alle diese nennen, vor allem die dann mit ihm geholfen haben, am österreichischen Bautenführer über viele Jahre. Das beginnt bei Dietmar Steiner und dessen Frau und Matthias Böckel hat zwar beim Führer nicht mitgearbeitet, aber war auch im Institut bei Achleitner. Heute hat er diesen Teil der Ausstellung gemacht, los hauptsächlich betreffend und gibt heraus die Zeitschrift Architektur aktuell. Da gibt es also unglaubliche Verzweigungen, die über Achleitner natürlich vieles von dem gehört haben, was ich gesagt habe. Dann muss man auch den Otto Kapfinger nennen, der vor allem ab 1980 vieles von dem fortgesetzt hat, was Achleitner begonnen hat und bis heute, glaube ich, ganz eine wichtige Stimme ist. Gibt auch drinnen einen Artikel von ihm über Loos und Hoffmann und den österreichischen Werkbund. Das habe ich letztes Mal schon erzählt, aber vielleicht doch noch einmal zur Erinnerung. Wie ist ein Holzmeister gestanden? Zu Josef Frank, in dem Fall haben wir zum Josef Frank gefragt. Und da hat der Holzmeister gebrummt, der war mir sehr feindlich gesinnt. Er hat aber, wir haben eingereicht, dass der Josef Frank zum 80. Geburtstag den kriegt, den großen österreichischen Staatspreis, was auch gelungen ist. Und die erste Ausstellung in der Blutgasse. Dann war noch Jahre später haben wir die Looswohnungen in Pilsen besucht. Da gibt es 4 oder 5 Looswohnungen. Lustigerweise, heute ist in der NZZ, in der Zürcher Zeitung, Zürich Zeitung, ein Artikel drin, ein kurzer über Pilsen, weil das heuer, Pilsen ist heuer europäische Kulturhauptstadt. Die haben wir damals auch alle aufgesucht und sind teils hergerichtet worden. Also viele spätere müssten natürlich genannt werden. Das würde aber das heutige Thema und die Zeit sprengen. Aber, vier, sage ich doch ein paar Sachen noch, ein paar. Ja, man müsste doch jetzt nennen noch das Bauheft, die Zeitschrift Der Bau, hauptsächlich Hollein und andere, haben 1970 mit verschiedenen Beiträgen auch zum 100. Geburtstag ein Heft gemacht. Dann kommt hinten im Katalog, kommt viel Hollein vor. Ich habe mir das eingelegt, aber ich will es jetzt nicht aufschlagen. Das können Sie selber in der Ausstellung sehen. Viel zu viel Hollein in dieser Ausstellung. Viel zu viel Hollein. Und auch schiere Sachen. Mein Gott, ob ich das jetzt so geschwind finde, ein Tisch
und der Ort Sofa entsetzlich. Na gut, ich weiß nicht, was das zu tun hat mit Loos und Hoffmann. Dann kommt vor Hermann Tschech auch in der Ausstellung mit zwei Themen. Das eine ist Restaurant Ballhaus. Das war da in der, wie hat die geheißen, da beim Schauflergasse, ja, hat er gemacht mit Mistelbauer und Nohal. Nein, nur mit Mistelbauer. Und das war, ist da im Buch drinnen. Das ist irgendwie berechtigt. Warum? Weil Tschech hat damals Hoffmann-Tapeten verwendet, auch nachdrucken lassen, und Stühle mit Stoffüberzügen. Nicht nur das, er hat auch unsere Tische vom Musikhaus Dreiviertel verwendet, hat das Licht vom Badenbach. Es ist 1962 war das, ich sage das deswegen, weil das Datum wichtig ist und eigentlich letzten Endes ein erstes Beispiel von einem Manierismus ist. Ich sage das immer und ich habe ja auch an Tschech schon persönlich oft gesagt, natürlich ist der Manierismus ein großes Thema, wie jeder Kunstgelehrte weiß, jetzt zurück in die Malerei und so weiter. Aber für mich ist der Manierismus weniger als das Eigentliche. Das möchte ich gesagt haben. Und sage ihm auch, dass wir nie, wir sind befreundet und waren befreundet, sowas gemacht hätten, sozusagen. Verwendet und verfremdet und so weiter. Ein zweites Beispiel ist drinnen das Haus in Schwechat von Tschech. Weiß ich nicht mehr wann gebaut, in den 80er, vielleicht schon 90er Jahre. Das ist, schaut aus wie ein Art Looshaus. Das gibt es im Cottage. Das hat ein Giebeldach und da hat der Loos angebaut was Kubisches, also erweitert. Und das hat der Tschech, der Hermann Tschech, als Haus in Schwechat gebaut. Bin ich auch nicht sehr dafür, aber dieses Haus hat wirklich im Inneren einen Raumplan. Das kann man nachstudieren, die verschiedenen Raumhöhen und Niveauversetzungen. Also das schon. Dann, ja, da ist die Gruppe Memphis auch noch drin, das ist, passt mir auch nicht. Ja, vergessen habe ich jetzt, ich sehe gerade eine Notiz. Italien hat viel gemacht für Loos besonders, auch Hoffmann. Nämlich die Casabella und besonders Aldo Rossi muss hier positiv genannt werden, der schon Artikeln geschrieben hat. Auch Benevolo, den habe ich schon erwähnt. Also die italienischen Beobachtungen. Jetzt komme ich zum Schluss und wollte nur sagen, ja, da ist, Moment, da gibt es kürzlich einen Artikel, habe ich auch da, im Falter, schätze ich die Zeitschrift, aber das schätze ich nicht. Kürzlich, Adolf Loos, Sexualstraftäter. Da wird die Geschichte aufgewärmt wieder, also wie der Loos sozusagen angeblich ein paar Mädchen verführt hätte oder wollte. Da, und der Prozess, er hat einen Prozess gekriegt, der war 1928. 1933 ist er ja gestorben, wie Sie wissen.
Jetzt muss man einiges dazu sagen. Erstens, dieses Mädel verehren, wenn Sie zum Beispiel an Peter Altenberg denken, das ist da schon ein bisschen auch damals in der Zeit gelegen. Dann sind Fotos in der Wohnung losgefunden worden von Nackten. Wie man aber weiß, hat er diese Fotos für den Herrn Bär aus der Villa Karma aus der Schweiz aufbewahrt. Dann, wie man auch weiß, hat er seine Krankheit verschleppt und ist letzten Endes als Endstation 1933 in Kalksburg gestorben. Er hat aber, das darf man auch nicht vergessen, noch um 1930 das Haus Müller in Prag gebaut, das Haus Kuhner eben in Kreuzberg, habe ich schon erwähnt, mit dem Kulka, und auch die Werkbundsiedlung mit dem Kulka. Die Frau vom Kulka, die Hilde Kulka, hat mir erzählt, wie er hier war. Die hat oben gearbeitet in der Loswohnung, so hat Sekretärin gespielt. Da hat sie den Los öfter über den Hof gehen gesehen, da in der Bösendorfer Straße, dass er gehinkt hat, was er so öffentlich möglichst nicht gezeigt hat, so eher so hinfallend. Und er hat also eine verschleppte Syphilis gehabt. Und das war damals in der Zeit, da war er nicht der Einzige. Da gibt es einige interessante Fälle von Persönlichkeiten, denen auch so was passiert ist. Ich nenne zwei Fälle. Das eine ist der Hugo Wolf, der große Liederkomponist Hugo Wolf, der aus Slowenien gekommen ist. Und das andere ist der Karl Schuch, den werden Sie weniger kennen. Der spielt im Kreis von Leibl in München eine Rolle. Ein wunderbarer Maler. Es war ein Wiener, ein Gasthaussohn. Er hat nie dadurch finanzielle Probleme gehabt. Übrigens, das Gasthaus ist gestanden an Stelle, wo heute in der Taborstraße die Mehlbörse steht, die der Karl König gebaut hat und drinnen das Odeon ist. Und beide sind gelandet, ein bisschen nach der Jahrhundertwende, in einer Art, ja, man hat gesagt damals Narrenhaus, nein, psychiatrische Klinik, müsste man sagen, im dritten Bezirk. Das gibt es auch eine Tafel. Und dort gestorben. Also auch wie wirklich verschleppt, wie los, nämlich, und das Bild, ich habe es abgebildet, das Sterbefoto in meinem Artikel, das ist erschütternd. Er hat also Paralyse, nennt man das, und es ist Gehirnerweichung an dem. Ist er gestorben und sind die anderen auch gestorben. Und nur damit es nicht so einen Ausklang hat, was ich heute hier zu sagen hatte, nur bei Otto Wagner war es anders, weil Wagner hatte sich in Paris auch sowas eingefangen. Daher verlangte er kein Entwurfshonorar für die Kapelle am Nussdorfer Gürtel. Sie wissen, so ein kleiner Bau bei der Stadtbahn. Verlangte er kein Honorar. Aber als er wieder gesund wurde, nahm er das Geld.
Dankeschön. Ja, vielen Dank, Friedrich Kurrent, für diese überaus anschaulichen Erinnerungen. War ja wirklich eine Zeitreise, wie angekündigt, und man spürt noch immer die Begeisterung in erster Linie, die ein langes Architekten- und Forscherwerk wie jenes von Friedrich Kurrent sehr unmittelbar mit der damaligen Zeit von Hoffmann und Loos verbindet. Also es ist ja, wie wenn man dabei gewesen wäre. Wir hätten jetzt noch, trotz fortgeschrittener Stunde, aber bitte nur kurz, die Gelegenheit für ebenfalls sehr kurze Fragen an Professor Kurrent. Wenn es keine gibt, dann möchte ich, ja, bitte. Erstmal danke für den sehr umfassenden Vortrag, und meine Frage: Inwieweit waren die beiden Architekten auch in Deutschland tätig? Und ja, erstmal danke für den umfassenden Vortrag, und meine Frage wäre, oder zwei Fragen sind es, inwieweit waren die Architekten auch in Deutschland tätig, und inwieweit ist die Wahrnehmung von Loos und Hoffmann in Deutschland heute? Also Loos, Sie wissen ja, dass in Deutschland, in München übrigens, 1908 der Werkbund gegründet wurde, der Deutsche Werkbund. Da hat Josef Hoffmann eine große Aufmerksamkeit auch gehabt. Der Loos hat ja gegen den Werkbund, die Überflüssigen genannt, geschrieben, nicht. In Deutschland. Jetzt mache ich einen Sprung zur Werkbundsiedlung in Stuttgart. Da hat zwar der Josef Frank ein Doppelhaus gebaut, aber Loos, man hätte das Gefühl gehabt, der wäre wichtig gewesen, dort auch eingeladen zu sein. Das hat mir der aus Frankfurt am Main gesagt, auch ein Loos-Verehrer, wie hat er denn geheißen? Wie? Ferdinand Kramer, genau. Der hat ein Loos gut gekannt auch und verehrt. Danke, Frau Meder. Ja. Da wäre er gern eingeladen gewesen, war aber nicht der Fall. Dann in Deutschland muss man sagen, der Olbrich, Sie wissen, der ist ja 1901 nach Darmstadt berufen worden und hat dort etliches gebaut. Wichtiges, Mathildenhöhe und so weiter. Das war der Otto-Wagner-Schüler Olbrich. Der Hoffmann hat dann, war das Köln? Ja, Köln. Die Werkbundausstellung, Werkbundausstellung gebaut, mit auch ein Stückel Behrens, ein Stückel Strannert und ein Stückel, das ist 25er Jahr, Paris. Nein, aber Werkbund ist früher, 11 glaube ich, 14. Ja, 14, weil der österreichische Werkbund ist erst 14 gegründet worden. Der Loos war natürlich nicht so respektiert. Ich habe jetzt gesagt, mit Ausnahme von Ferdinand Kramer und so weiter, Hoffmann, Loos. Na, und heutzutage haben Sie auch gefragt, nicht? Ja, ich kann Sie bisher noch nicht, aber ich bin... Naja, da muss ich sagen, da haben wir sehr viel gemacht. Wir sehr viel gemacht. Weil ich habe natürlich, wenn Studenten so ein Raummodell gemacht haben, das Fach ist ja mit einer Prüfung abgeschlossen. Da habe ich schon geprüft.